Ampeltürme 2 über Brunnen, die das traditionelle Feuerwerk ersetzen soll. Weitere Meldungen im Überblick. Nach diplomatischen Spannungen mit Frankreich hat Algerien seinen Luftraum für französische Militärflugzeuge gesperrt. Die algerische Regierung protestiert damit gegen Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Er hat gesagt, in Algier sei ein politisch-militärisches System an der Macht und von Hass auf Frankreich gesprochen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einem Anschlag mehrere Menschen getötet worden. Nach Angaben der Taliban explodierte eine Bombe vor einer Moschee. Ziel des Attentats war offenbar eine Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs. Bislang hat sich niemand zu der Tat bekannt. In Russland sind innerhalb eines Tages so viele Corona-Infizierte gestorben wie noch nie. Die Behörden meldeten 890 Todesopfer. Zuletzt ist dort auch die Zahl der Neuinfektionen wieder gestiegen. WDR aktuell aus dem Stadion. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Stadion Süd etwa 15 Minuten länger bei 5 Kilometer Stau. Hier ist WDR 2, Sonntag live mit Michael Dietz. Schönen guten Tag zusammen. Vor ein paar Minuten ist beim Münsterland-Giro, dem Radrennen, was Bewegendes passiert. Und da hinten kommt André Greipel. Ja, da geht sie zu Ende. Eine große, große Profikarriere mit seinen 39 Jahren. Und das war heute nochmal eine richtig große Leistung von ihm.